Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir. Im letzten Part haben wir einen neuen Fall aufgenommen. Und zwar weiße Schuhe und ein Mord. Und jetzt sind wir hier im Haus der Ermordeten und wollen wir einmal mit ihrem Ehemann sprechen. Ich habe da gerade vibriert. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Aber ich dachte, ich hab doch alles. Das hat doch gemacht. Und dann hat man doch alles, oder? Dachte ich eigentlich. Naja. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Theresa. Gut, dann schauen wir doch mal. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Theresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Es kann keiner gewesen sein, den du kanntest. Nochmal, warte mal. Ah, können Sie sich vorstellen, wieso jemand ihre Frau etwas antun wollte? Nein, alle haben Theresa geliebt. Das klingt okay, ja, sie war so voller Leben. Es kann keiner gewesen sein, der sie kannte. Oder du? Kann ich beweisen, dass du das warst? Mal schauen. Todeszeitpunkt des Opfers. Schön. Nein. Schreitzettel gefunden in der Kleidung des Opfers? Nein. Reifenspuren? Nee, nein. Weiß ich noch nicht, ob die passen. Adressliste der Wäsche. Wir sind auf Baron's Bar mit Adresse. Nasse Regenjacke. Handtasche darin, Lippenstift und Ausweis. Ne. Bugseil eines Bootes dreifach geflochten. Das Bugseil ist ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen. Aber wir haben ja gesehen, das Bugseil ist unten ein bisschen durchgeschnitten. Soll heißen, irgendjemand hat es wahrscheinlich abgelenkt. Aber es ist dreifach geflochten und passt zu den Würgespuren. Es ist ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen. Weiß nicht. Es ist ein bisschen sehr weit hergeholt mit dem Bugseil. Gebe ich zu. Aber gerade ist relativ alles eigentlich logisch. Er könnte die Wahrheit sagen. Es kann niemand gewesen sein, der sie kannte. Diese Aussage weist. Ich lasse Wahrheit jetzt mal weg. Soll heißen, anzweifeln oder Lüge? Anzweifeln, okay. Lüge müsste ich mal dann beweisen. Dabei hätte ich dann nur das Bugseil. Klingt zwar logisch. Das Bugseil, sehr logisch sogar. Aber ein bisschen weit hergeholt ist es schon. Can I comfort my daughters now? Ich versuch's jetzt einfach mal, komm. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Mit dem Bugseil hier. Your wife was strangled with triple braid rope. The bowline from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Gehen lassen hab? You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave.
Das soll ich dir glauben. Also Wahrheit lasse ich da jetzt mal weg. Nee. Du lügst mich an. Aber wie kann ich es dir beweisen? Nein. Mit der Handtasche des Opfers. Nee, die sagt eigentlich gar nichts darüber aus, dass sie gegangen ist. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich kann es ihm nicht beweisen. Eine Party bei Bobby Ross. Das stimmt. Es waren ein Haufen Leute bei Bobby drüben. Wir hatten viel Spaß. Sie meinte, ihr wäre langweilig und sie wollte gehen. Das würde doch keinen Sinn ergeben, wenn... Ich dachte, ihr habt viel Spaß. Das glaube ich dir aber nicht. Aber beweisen kann ich sie nicht. Machen wir mal anzweifeln. Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Die Bar? Down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. War klar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Mm-hmm. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Das soll ich dir jetzt glauben. Also, ja. Ist klar. Komm, das beweist. Da kann ich dir doch das Gegenteil beweisen. Komm. Da kann ich dir doch hundertprozentig das Gegenteil beweisen. Du dreckiger. Ich kann's nicht beweisen. Scheiße. ich kann mit nichts beweisen, dass sie glücklich war. Aber du schaust mir nicht mal an. Du lügst. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30. Maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Nein. Du schaust mich an, als ob du die Wahrheit sagst. Aber ich kann dir das Gegenteil beweisen. Das ist gerade das, was mich so ein bisschen verwirrt, wisst ihr? Ich kann ihm das Gegenteil beweisen. Ich kann ihm beweisen, dass er draußen war, und zwar mit der nassen Jacke. Can I comfort my daughters now? Du kannst mir einen lutschen, wenn du willst. Ich kann ihm beweisen, dass er draußen war, mit der Jacke. Aber warum schaut er mich dann so an? Normalerweise schauen die doch dann so weg und schauen das und geben irgendwelche Anzeichen, aber ich sehe da jetzt kein Anzeichen irgendwie, dass er mich anlügt. Und sowas verunsichert mich dann immer wieder. Weißt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn damit jetzt da dran kriege mit der Jacke. Gleichzeitig verunsichert mich das jetzt gerade brutal, dass der mich so eiskalt anschaut, dieser Drecksack. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Was ist, wenn ich jetzt so schaue? Can I comfort my daughters now? Ich hab's dir vorher schon gesagt. Was ist denn das? You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed.
I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. Gar nicht mal so eine blöde Idee, ehrlich gesagt. Oh Mann. Wo ist hier? Guten Tag, die Damen. Ich suche eigentlich nur ein Telefon, muss ich sagen. Hat der hier drin irgendwie ein Telefon? Bam, 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 bam. Allen anscheinend noch. Komm, jeder hat doch in seinem Haus ein Telefon. Außer ihm halt, weil er total pleite ist und böse ist und seine Frau getötet hat. Appreciate your time, sir. Naja. Was heißt hier, danke, dass sie sich die Zeit genommen haben. Er hat es uns ja wieder unnötig schwierig gemacht. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Gut. Bin ich schon mal gespannt. Dann lassen wir dem sein Alibi mal überprüfen. Und jetzt ist die Frage. Stimmt, in die Bar können wir noch. Dann fahren wir doch mal zur Bar. Where are we headed? Loving King, go ahead. Da wollen wir doch gleich mal hin. So fahren wir jetzt nicht automatisch zu dem Penner. You know the way. You can drive. Ich will zu dem ich will zu dem Penner. We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty. This isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like me. Clue number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. Ganz Unrecht hat er allerdings nicht. Gut, ich weiß nicht, wie er riecht, allerdings. Ich kann es mir vorstellen, dass er nach Schweiß und nach Alkohol stinkt. Er läuft da gleich mit der Flinte hin, okay? LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. We need you to stay for the seven. Uh,
If you want your rightful share, we... Okay. Bam. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Oha. The Kremlin's over here, Phil. Toss it, see what you find. Schauen wir noch mal, was wir hier so... Oh, hallo! Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Taraldson's chin. Hallihallo! Was haben wir da Schönes? Ein Tänzer? Die Frau hat doch gern getanzt. Aber ich wollte jetzt nochmal was schauen. Was stand da auf dem Geldbeutel drauf? Irgendwas stand da nämlich. Was steht denn da? II oder... Kann ich nicht entziffern. Schade. Hey, eine Zeitung wieder. Na, sowas aber auch. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Okay. Ich mag die Zeitungen. Warte, ich habe da aber noch was gesehen gehabt. Hier, was haben wir denn da?
Irgendwas muss es hier noch geben. Aber was? Und wo? Na, gehst. Geh da rum. Ne, da geht's wieder hoch. Aber hier muss es doch irgendwo noch einen Hinweis geben. That's the cop in the newspaper. If olive oil comes from olives, where's baby oil coming from? Den kann ich nicht befragen. Weil. This guy's got a screw loose. Es gibt. Es gab nicht dieses Geräusch, dass ich alles gefunden habe. Aber. Soll es denn hier noch geben? Also hier auf keinen Fall was. Geht's mal aus dem Weg. Alles Penner! Seid alle Penner! So, schauen wir uns hier. So, hier ist anscheinend nichts. Ja. Got a problem, pal? Ja, ich finde nicht mehr zurück, ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Also ich meine, ich finde nicht mehr in das Haus rein, wo ich drin war. Ah, da. Hier gibt es doch noch was. Komm, hier muss es noch was geben. Ja, das ist die Zeitung. Die habe ich ja schon. Irgendwas muss es hier doch noch geben. Not everything here is going to be relevant. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Ich weiß da zwar jetzt Bescheid, aber... Und das mit dem Strick ist ja... jetzt auch alles, was ich weiß. Tja, dann würde ich mal sagen, ich habe hier alles. Ich finde wenigstens nichts mehr. Naja. Ich finde wenigstens nichts mehr. Wo kann ich denn jetzt... Nein! Schön wieder aussteigen. So. Also, ich könnte entweder in die Bar oder ich könnte zurück ins Zentralrevier. Ich will vorher eigentlich ja in die Bar. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ich denke mal, im nächsten Part fahren wir dann auch mal in die Bar und schauen die uns mal ein bisschen genauer an, bevor wir diesen Brückenpenner auf dem Revier verhören. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play L.A. Noir für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.